Und da bin ich wieder. So. Hier müssen wir auch nochmal alles mit einsammeln. Die Bücher vor allem. So, und dann machen wir hier auch jetzt gleich weiter. Das machen wir kaputt. Und benutzen gleich nochmal den Bügeleisen. Was haben wir hier? Nochmal normale Pfeile. So. Hier, das nehmen wir mit. Die Bücher. So. Komm, Bücher. Anvisieren. Dass man immer den Pixel genau treffen muss. Da war's doch. Machen wir so. Ich glaube, so funktioniert das auch besser und schneller, wenn wir die einmal kaputt hauen. Noch eine Gebetsschriftrolle. Wenig bei denen funktioniert normal, bei den größeren Haufen. So, wir haben wieder Knochen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich vermisse, dass es von Büchern hier diese 250er-Stacks gab. Jetzt sind es nur noch 100er. Das war mal schön, dass er auf 250 ging. So, Erfahrungsschriftrolle haben wir auch jetzt. Perfekt. So. Ach, hi Hel. Ja, viel Spaß im Lurk und guten Hunger gleich. So. Ich hoffe, ich kann dich heute ein bisschen ablenken, sagen wir mal so. Achso, da ist noch einer. So. Ah, die Dinger. Warte, okay, erst einmal loswerden die Leute hier. So, komm, ich... Was? Ich dachte, die wäre auf dem Schwert. Okay, ganz schnell durch die Tür. Scheiße. So, einmal reparieren. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch rechtzeitig, das Ding da kaputt zu machen, den Spawner. Autsch. Ein Spawner. Da ist der andere. Haben die noch einen? Ja, haben die. So, jetzt... So, da oben haben wir noch einen. Kein Magier zum Glück.
Also die Massagelotion haben wir auch schon mal. Natürlich der schon wieder. Was haben wir da drin? Noch ein Silberschussbogen. Zerlegen. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Wir haben wieder Knochen. So, Knochenpfeile, die mag ich am meisten bisher. Wo geht's hier weiter? Oder ist das nur so ein Raum gewesen? Von da kamen wir. Müssen wir da lang? Ich glaube, wir müssen da lang. Können wir das eben nochmal nutzen, dass wir hier vorbei müssten? Noch einmal kurz unsere Waffe reparieren. Ach! Der steckte fest. Der Arme. Also mit Pfeilen bin ich gut versorgt auf jeden Fall. Alter, jetzt habe ich mich von dem erschrocken. So. Weg mit dir, Magier. Ist hier ein Spawner? Hier ist kein Spawner. Hält das jetzt auf? Da oben etwas. Natürlich musste ich jetzt in das Gift rein. Erstmal alle Blutlinge hier einsammeln. Hey, mein Kleiner, kommst du? So. Okay, ich glaube, da muss ich lang.
Okay, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger, glaube ich. So, triff ihn doch, komm. So, hier haben wir einen erwischt. So, hast du eine Spinne? Nö, keine Spinne. Wo führt das hier hin? Ich glaube, das führt wieder nach oben. Wie viel Platz haben wir noch? Wir haben 37 Blutlingsbeine. Die können wir auch noch mitnehmen. So, muss ich hier entlang? Ich glaube schon. Okay, ich muss aber auch sagen, die Hallen der Erloschenen, die sehen auch mega nice aus. So, da wartet ein Hündchen auf uns. Zwei Hündchen. Noch ein paar Hündchen mehr. Und noch ein Magier. Ne, zweimal. Ich glaube, dafür ist meine Waffe nicht gut genug jetzt gerade repariert. So, erstmal den da weg. Und den da. Schlimmsten Gegner von denen, finde ich. So, alle tot, ne? Ein Hütchen haben wir noch. Das ist ja immer noch ein Magier. So, okay. Gibt es hier ein Bügeleisen? Ja, hier. Okay, nice. Gab es auf der anderen Seite auch noch eine Tür? Genau das wollte ich. So, hier haben wir Bücher. Die nehmen wir mit. Komm, da. So. Nochmal reparieren. Dann würde ich mal auf die andere Seite gehen von diesem Bereich und gucken, ob da auch noch eine Tür war. Ich glaube schon, dass da eine war. Auf der Seite. Okay, nein, hier gab es keine.
So, jetzt ist die Dose leer. Kann ich jetzt mir schön Cola gönnen. Noch sehe ich keine Gegner. Wie viele Gebet der Flammenschriftrollen soll ich jetzt noch eigentlich einsammeln? Wie viele habe ich denn jetzt davon? 12. 12 habe ich jetzt mitgenommen. So, Knochen brauchen wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Da hinten sind wieder Gegner. So. Vergiftete Kupferpfeile. Kann man eigentlich diese Knochenfragmentpfeile auch eigentlich vergiften? Vielleicht zuerst dahin gehen. Vor allem hier ist überall dieser giftige Schleim. Sieh mal einer an, der Bauernjunge. Na, Freddy, alles klar? Wie geht's dir so? Wie lange hast du gestern eigentlich gemacht, Freddy? Wie lange warst du gestern noch dabei? Ich war ja gestern irgendwann nicht mehr da. Sagen wir mal so. Okay, Moment mal. Das sieht so aus, als müsste ich hier entlang. Und die kommen jetzt alle nach hier oben. Na super. Dass die aber auch in so einem riesen Schwarm immer ankommen. So, erstmal die Magier loswerden. Jetzt schnell raus aus dem Gift. Ja, komm. Gehen jetzt noch. So, einen Moment. Ich bin sofort gleich wieder beim Chat. Ah, der geht auch noch. Jetzt. So. Um 5 warst du erst im Bett. Okay. Ja, gut. Ich glaube, so lange habe ich... Habe ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ich war auch gestern doch relativ länger wach, als ich wollte. Ich war, glaube ich, um 1 oder um, naja, um kurz vor 2, glaube ich, bei dir nicht mehr dabei im Stream. Aber ich glaube, ich bin erst um 3 oder um 4 ins Bett gegangen. So, dahin gibt es auch noch welche. Aber erstmal wieder Ausdauer tanken. Und Thumbnails darf ich auch noch machen, jede Menge. Da hänge ich auch ein bisschen hinterher wieder. Genauso wie mit den Aufnahmen für Enderal und Oblivion. Da hänge ich auch hinterher. Enderal sogar noch dringender als Oblivion. Thank you.
Ich sag mal so, ich hatte vor einer Weile einfach viel zu viel Gothic gespielt gehabt. Und die anderen Let's Plays ein bisschen vernachlässigt. Weil Gothic habe ich genau bis Folge 100 vorproduziert und wird jetzt gerade irgendwie, glaube ich, bei 82 oder 83 die Folge. Aber die Folge von Enderal, die jetzt heute oder morgen kommen soll, das ist quasi die bisher letzte Aufnahme, die ich auch gemacht hatte. Also muss ich da ein bisschen, genau, ewig, das dauert Ewigkeit mit Thumbnails. So. Vor allem, du machst das, Hel, du machst das ja mit Thumbnails über GIMP, oder wie das jetzt heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du für sowas brauchst, aber du brauchst schon relativ lange. Weil du da irgendwie so ein bisschen künstlerisch und so weiter aktiv bist. So, was haben wir hier? Düstergrauen Axt. So, die Bücher nehmen wir mit. So, und ich brauche für ein Thumbnail aktuell so, ich selber jetzt für ein einziges Thumbnail mittlerweile um die 20 Minuten. Weil ich versuche irgendwie aus meinem eigenen VOD eine, ein, zwei, drei Stellen zu finden, die ich quasi rausnehmen kann. Ob das nun eine Person ist, etwas, was ich für den Hintergrund nutze oder sowas. Dass ich dann das quasi so rausschneiden kann, so. Und dann zum Glück, was den Rahmen und so weiter angeht, da habe ich ja schon mittlerweile eine Vorlage gemacht. Du brauchst sehr lange für alles. Boah, tut mir echt leid. So, so und so. Eine Stunde Zeit genommen. Für ein Thumbnail hast du bisher. Okay, da bin ich, glaube ich, dann derjenige, der die kürzeste Zeit von uns dreien hier dann braucht, was Thumbnails angeht. Wenn ich für einen Thumbnail so um die 20 Minuten brauche. Vor allem, und ich dachte auch, ich lasse mir schon sehr viel Zeit mit den Thumbnails. Mit 20 Minuten. Und dann kommt ihr hier mit eine Stunde Minimum und so. So, gibt's da oben etwas? Nee. Okay, noch einmal mein Schwert bügeln. Würde ich sagen. Ja, genau. Spring ins Gift. Ach, da reißt komplett die Ausdauer weg. Das Zeug. So. Ah, okay. In der Regel bist du auch so bei 20 Minuten. Ich dachte schon so, dass du eine Stunde pro Thumbnail nimmst oder sowas. Vor allem aber auch manchmal suche ich mir irgendwie auch einfach aus dem Internet so gewisse PNGs, Vorlagen und sowas. Und ja, weil ich hatte ja den Fehler gemacht gehabt, so viel zu spät zu schauen, wie ich bei mir die Qualität ein bisschen hochschraube für die Videos. Dass ich dann auch es sehr oft sehr pixelig hatte, sagen wir mal so. Ich habe das jetzt mittlerweile behoben. Ich habe mir jetzt auch meine VODs nochmal angesehen gehabt, die von den aktuelleren Aufnahmen. Endlich ist das nicht mehr pixelig. Da bin ich auch froh drüber. Dass ich dann auch aus meinen eigenen VODs mal vernünftige
PNGs quasi draus machen kann, so also mit transparentem Hintergrund und so. Boah, stimmt, Hehl, das ist auch dann wieder so ein Punkt, dass man noch weiß, was man in der Folge gemacht hat. Okay, warte, Knochen weg, das hier zerlegen. So, was habe ich hier? Helles Irrlicht. Helles Irrlicht. Ich glaube, ich würde mal so einen nutzen. Aber das ist ja auch dann so ein Ding, so eine Sache. Okay. Ich glaube, ich muss da lang. Deswegen gehe ich zuerst in die Richtung. Okay, wo wieso spawnen die hier? Aus dem Knochenhaufen. So, komm, weg mit euch! Weg mit euch! Okay, der hat keinen Bock mehr. Knochen, weg. Habe ich sonst noch was, was ich nicht brauche, was ich nicht haben will? Ich glaube, Stein können wir wegmachen. Brauchen wir erstmal nicht. Knochenmehl können wir auch wegmachen. Wir produzieren mehr als genug davon. Na du? Wieso sammle ich die Knochen einfach wieder, immer wieder ein? Nein, Magier. Ah, wieder Knochen. Ich mache immer wieder denselben Fehler hier mit Knochen. So, Erfahrungsschriftrolle, nice. Roter Marmorblock. Okay, hier werden wir öfters mal hinkommen, wenn wir den roten kriegen. In dem ersten dann kriegen wir den schwarzen. Ich glaube, wir müssen die anderen auch nochmal. Kingdom Come Deliverance nehme ich jetzt erstmal auf. Bis ich jetzt erstmal eine Idee habe, wie ich, ja, oder wann ich das veröffentliche. Vielleicht mache ich einfach erstmal Gothic 3 zu Ende. Ist ja jetzt nicht mehr viel. Wir haben ja Xardas gefunden. Und ich habe auch schon eine Entscheidung getroffen, was ich mit den Artefakten mache. Beziehungsweise ich habe das mit den Artefakten ja schon gemacht, eine Entscheidung getroffen. Ich verrate jetzt nicht, ob ich das Roba-Zuben oder so gegeben habe oder zerstört habe. Das verrate ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, ein dicker Spoiler. Das dürft ihr selber erfahren. Aber
Ja, du. Ich habe da kein Problem damit, wenn du das streamst oder so. Ich würde dann vielleicht nur bei den Abschnitten, die ich noch quasi noch nicht kenne, glaube ich, erstmal wegschalten oder so. Und hoffen, dass du mir das nicht übel nimmst. Aber im Groben und Ganzen, ich würde da wohl zuschauen, sagen wir so. Obwohl, bei Hel lurke ich da ja auch, wenn sie, wenn sie die Folgen da raushaut, dann läuft das quasi wie so ein Podcast nebenher. Also ich schaue da zwar jetzt auch nicht aktiv hin, deswegen sieht man auch, wie verpeilt ich eigentlich bei Kingdom Come bin. Also sobald ich die Folgen hochlade. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz zurück zum Bügeleisen. Ja, ich meinte jetzt nicht als Stream, sondern die Folgen von dir, Hel. Das läuft dann auch wie so ein Podcast nebenher dann, die Kingdom Come Folgen. Aber Kingdom Come kommt bei dir dann als Stream, oder? Also Kingdom Come 2, habe ich gehört. Ah, Freddy, du brauchst dir da keine Sorgen zu machen. Nielski! Dankeschön für das verschenkte Abo an Hel. Dankeschön. Ich glaube, sie wird sich freuen drüber. So. Wie geht's dir, Nielski? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Kontext gebracht. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Heute ein bisschen wenig geschlafen, sagen wir so. Aber müde bin ich gar nicht. Ich hätte anstatt zurückgehen sollen, einfach hier die Tür mal aufmachen. Mod ohne Sub ist ein bisschen... Ja, ich sag mal so, hier ist niemand gezwungen zu subben oder so. Und Hel ist auch nicht gezwungen. Nur weil ich bei ihr ein Abo habe, heißt das nicht, dass sie das bei mir auch machen muss. Wenn dein Dispo besser wäre, wäre kein Ding. Okay, müssen wir alle bei dir dann donaten, ne? So. Komm, die Bücher, komm. Den hier auch noch. Ich frage mich jetzt, wie lange eigentlich das Dungeon hier noch dauert. Also. Ist schon sehr groß. Wir sind jetzt auch schon gleich 2 Stunden dabei. In dem Dungeon.
Okay, hier brauchen wir nur einen. Ach so, okay. Dann ja kein Ding. Hel, ich glaube, ich habe dich gefunden. Yo! Okay, ich habe gedacht, der wäre schwerer. Rucksack voll. Okay, was schmeißen wir weg? Die Knochen. Was sind das denn? Riesenknochen. Diese Knochen sind viel größer als normal und besonders stabil. So, haben wir noch irgendwas, was wir nicht brauchen gerade? Hier, weg damit. So. Was war denn das, was wir jetzt mitgenommen haben? Finsterer Halbmond, Magierstab. Eigentlich nicht. Ich habe jetzt erwartet, er würde mehr durchhalten. So, und hier ist jetzt offen, ne? So, was haben wir jetzt in der Kiste drinne? Silberschussbogen auf legendär. Hoppala. Der hat aber auch nur 17 Kraft. Und der hier 33. Der kann weg. Will ich lieber den Wildwolf-Langbogen mit 33 Kraft haben und den mal verbessern. Bei dem bleiben. Die Rückeroberung von Braga. Was in der heutigen Folge wohl passiert, ne? Ja, gute Frage. Jetzt. Moment. Der Dungeon ist durch? Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das doch so schnell geht. So, Fluffy haben wir auch erledigt. Hier erstmal alles wieder mitnehmen. Oh ne, wir dürfen gleich wieder alles einsortieren. So, aber die Bücher nehmen wir noch mit. Die Kiste ist ja bei weitem noch nicht bis zum Rand voll, was Bücher angeht. Vor allem, ich will auch herausfinden, wie man hier jetzt an Papier kommt, weil das ist jetzt für mich zumindest neu, dass es jetzt Papier gibt, um Bücher herzustellen. Und hier nochmal.
So. Oh nein, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Obwohl seine Kommentare sind irgendwie die besten bis jetzt, die ich auf YouTube zu lesen bekomme. Hier noch was? Nö. Okay. Ja, ich übersehe immer was. Müsstet ihr doch mittlerweile gewohnt sein, oder? Ich glaube, ich mache das hier mal anders. Freddy! Nein. Oh. Warte mal. Erstmal den Timer. So. Jetzt ist weg. Und hier. Warte. So. Ist gestartet. Na, warte mal. Oh. Schrecklich, dass ich nichts sehen kann. Oder kaum was. So. Ist das mein Zuhause? Ja. Den Timer weglassen, weil ich eh nichts sehe. Danke, Freddy. So, für hier habe ich nichts. Erstmal wieder alles einsortieren. Ich kann jetzt nicht erkennen, also oder schwer erkennen. Boah. Ich versuche gerade irgendwie zu lesen. Nein, die Dietriche wollte behalten. So. Komisch, dass wenn ich ohne Brille hier bin, du so viel schreibst, Freddy. Ich glaube, für hier habe ich nichts. Habe ich für hier was? Habe ich Honig? So, Massage-Lotion haben wir hier und, was war das hier? Trank der Brut. So, da würde ich noch mal ein paar hier hinzufügen. So. Oh, warte mal. Hier muss auch noch mal so sortiert werden. Ich merke schon, ihr habt Spaß, mich zu ärgern. So. Das mal beides mal hier hinpacken. Vielleicht auch den Schlüssel hier mit rein. So, hier brauchen wir nicht. Das haben wir auch schon bald voll.
So, ich freue mich, sobald ich gleich die Brille wieder aufsetzen darf. Freddy, wart's nur ab, wie das dann, Nee, ich sag mal nichts. Ich warte lieber erstmal ab, bis du Kanalpunkte machst. Also, bisschen mehr. So, davon haben wir 5000. 479, glaube ich, zu lesen. Und hier 301. Ich weiß es nicht. So, hier ist nur diesen Stein. Okay. Davon haben wir wieder was. Ich werde da gleich nochmal nachlesen, ob ich das richtig gezählt habe. Freddy, ich kann eh gerade nichts lesen. Ich werde mir da gleich wahrscheinlich alles durchlesen dürfen. Also im Grunde kannst du jetzt so viel Scheiß schreiben, ich werde nichts lesen können. So. Timer? Wo habe ich die Brille hingetan? Da. So. Bei dem Level 100 Stream gehört keine Brille dazu. Doch. So, Gutlingsbeine. Ich glaube, sobald ich die Lagerhalle da anfange auszubauen, das wird noch unübersichtlicher. Weil jede Kiste soll, also beziehungsweise jedes Item soll eine eigene Kiste haben. Manche sind zwar jetzt aktuell noch so quer durcheinander. So, warte mal, ich habe jetzt nur noch das Salz. Hier. Mal mich hier pennen legen, würde ich mal sagen. Ich brauche hier auch dringend Licht. Ich meine jetzt nicht mehr diese Fackeln, sondern diese, mit diesen Glühwürmchen, die Dinger. So. Einmal reparieren. Vielleicht hier unten einmal noch mal wegmachen, die unterste Schicht. Wie sich das anhört, die unterste Schicht, also die unterste, das unterste Stockwerk. Oh, ich habe vergessen, dass die hier alle hier reingekommen sind.
So, das kann weg. Dann würde ich vielleicht irgendwie mit auch so eine Art Stein und die unterste Stockwerke machen. So, hier vielleicht das einmal weg. Da kann ich hier eigentlich auch im Grunde. Weg. So und so. Mit Stahlbeton. Wer eine Idee? Kannst du mir zeigen, wo ich diese Rohstoffe dafür bekomme? Apropos, ich würde hier aber auch einmal vielleicht begradigen im Bereich, das aktuell für mich irgendwie nicht so gerade im Brusthafen, da gibt's, nee, mit der Brutsichel habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt. Die hatte mir direkt einen Boomerang gegen den Kopf geworfen beim ersten Date, also würde ich da erstmal noch nicht so gerne wieder hingehen nach Bruchshafen. So. Mit welchem Stein würde ich das dann eigentlich bauen wollen? Normaler Steinblock. Ich gucke mir das einmal an. Was haben wir hier? Groben Steinblock. Verwitterten Steinblock. Würde ich auch mal einmal ansehen, wie das aussehen könnte. Stadtmauerblock. Schicken Steinblock. Würde ich auch mir mal einmal ansehen. Und den grob gehauenen. Warte mal. Mit Styropor bauen, das wär eine Idee. So, warte mal. So zum Vergleichen. Ich würde vielleicht den hier nehmen wollen. Das war das erste jetzt. Obwohl, davon haben wir nicht so viel. Was ist das? Ein normaler Steinblock? Und was soll ich jetzt gefragt werden? Wegen Bruchtal oder Bruchshafen? So, apropos. Normalen Steinblock.
machen wir ein paar. Den Rest kann ich eigentlich wieder einlagern. So, Stadtmauer. Den Verwitterten. Den Groben. Den hier. Und den hier. Aber ich glaube, damit würde hier unten das schon mal gut aussehen, finde ich. So. Obwohl, warte mal. So, einmal Feedback von euch. Was meint ihr? Würde das so gut aussehen? Vor allem der gefällt mir sogar mir jetzt persönlich mehr als das hier. Also von Steine her. Klar, das mit diesen Pflanzen und so weiter, die da rauswachsen. Gefällt mir auch schon sehr, deswegen habe ich das so beigelassen. Aber an sich... Vor allem, warte mal. Ganz oben geht das auch nochmal wieder um einen Block weiter raus. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich darf das Ganze da oben nochmal wegmachen. Du hattest Angst, dass das Dach dir nach vorne kippt? Meinst du, das sieht so nicht stabil aus? Hier, freier Eingang von überall. Eine Wand, die das hält. Ja, aber ich meine jetzt als Kombination den Stein mit dem da oben. Zieht glaube ich auch ein bisschen okay. Freddy, wenn du meinst. Du musst hier nicht wohnen. Ob du es glaubst oder nicht, ich mag viel, viel lieber Parkett. Als, aus echten Holz und Parkett. Warte mal, ich muss die Dinger hier einmal wegmachen. So. Und woanders mal hinpacken. Ich packe die erstmal hier hin. Ah, wieder ein paar Frames verloren. Super. Jetzt muss ich flexibel sein, weil es Fliesen gibt. Okay. Ich werde hier ein Haus irgendwann bauen, komplett nur aus Fliesen, ja? Nur für euch. So, nee, das war so. Dann müssen wir nur noch für Licht hier drinne sorgen, bevor es gleich wieder dunkel wird. Über die Leichen deiner Feinde. Ich trinke gerne aus den Schädeln von den Tomatensaft.
Auch wenn Tomatensaft widerlich ist, aber trotzdem. In dem Fall würde ich Tomatensaft trinken. Ja, als Soße ist ja kein Problem, aber als Getränk? Da habe ich schon was dagegen. Das ist für mich genauso, als würde man Ketchup trinken. Banause. Dann bin ich halt in dem Fall ein Banause. Warte mal. Ich glaube, ich muss hier nochmal eine Reihe wegmachen. Aber Freddy, dann wenigstens in dem Fall hast du eine Person weniger, die dir Sexist bin ich auch noch, weil ich Bloody Marys damit diskriminiere. Okay, jetzt stelle ich mir nur die Frage, was bin ich noch dann in dem Fall? Jetzt auch schon ein bisschen neugierig. Oh, warte mal. Würde ich hier vielleicht die Dinger reinbasteln? Ich bin matt. Okay. Jetzt ist die Frage, wie sieht es da oben aus? Ah, okay. Stein hat sich hier nicht rein. Okay, perfekt. Dann haben wir hier wenigstens. Du hast mir zu viel gelobt. Jetzt musst du mich runterbuttern. Nice. Danke dir für die Ehre, dass du mich runterbutterst. Da wäre mir aber Margarine lieber. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich muss das da oben alles wieder abmachen dann. Alles klar, hier dann viel Erfolg mit Uni. Und ja, lass dich von mir dann nicht zu sehr ablenken. So, ich muss hier oben jetzt alles wieder abreißen. Halleluja.
Das wird ein Spaß. Vor allem, ich habe hier ja jeden einzelnen Block, also jeden Block einzeln hingesetzt gehabt. Kann auch sein, dass das vielleicht ein bisschen zu groß hier sein wird. Vermute ich. Das Dach ist aber auch echt ein bisschen viel zu groß, sagen wir so. Aber okay, soll ja auch eine Lagerhalle werden. Und ich glaube, das, was ich hier an Steinen habe für die Hallen der Erloschenen, also von den Hallen der Erloschenen, die ich dann für die dunkle Kirche da hinten haben will oder bauen, benutzen will, das wird auch nicht reichen, auch wenn wir da über 5000 von haben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich demnächst noch ein paar Mal öfter. Ich glaube, das mache ich aber offline dann. So, da noch mal ein bisschen grinden, sagen wir so. Aber ich glaube, ich werde das nicht mit dem Charakter machen. Ich habe ja einen zweiten Charakter. Extra fürs Grinden und sowas. Und der hier ist ja eigentlich zum Leveln. Auch wenn hier bei Stufe 25 ein bisschen da was dabei ist. Bekommen da aber keine weiteren Erfahrungspunkte. Also ich bin aber auch gespannt, wann wir dann endlich aufleveln können, also nochmal wieder weiter aufleveln. Auf Stufe 30 oder höher. Denn ich glaube, das mit dem Leveln, also dass man nochmal wieder weiter aufsteigen kann, kommt, sobald man ins nächste Gebiet, nächste Biom quasi reisen kann. Das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das kommt noch dieses Jahr. So, wie genau ist denn da? Ah, okay, ich glaube, ich verstehe, wie es da gemacht wurde.
Toll. Aus Versehen zu viel gedrückt. Gedrückt, meinte ich. Ich habe das aber auch mit den Sprachfehlern, genauso wie du, Freddy, dass ich manchmal irgendwie aus Versehen ganz komische Wörter sage. Hier fange ich jetzt mal ab hier an. Boah, ich glaube, ich werde auch gerade ein bisschen bekloppt, die ganze Zeit hier hin und her und dann abzureißen. Aber im Grunde habe ich es genauso mit Irwurzburg gemacht, ja. Um an dessen Ressourcen zu kommen, warum ich auch so viel Feuersteinblöcke habe. Glaube ich, hier hätte ich auch nicht komplett dicht machen sollen, alles ausfüllen. Hätte sich, glaube ich, auch nicht gelohnt. Warte mal, war das nicht hier sogar schon? Doch, hier. Okay, hier war's. Okay. Ab hier beginnt schon unten die Dings. Das Dach. Beziehungsweise die Dachschräge. So ist besser. Und sonst werde ich wirklich noch bekloppt gleich. Aber dann muss hier eigentlich auch. Die Schräge eigentlich weg.
oder nicht? Also die muss da ein bisschen verschoben werden. Ich mach das erstmal weg hier. So, da kann auch weg. Weißt du was? Ich reiße das Dach komplett erstmal ab. Was habe ich denn da gemacht? Okay, das muss ich auf diese Art abreißen. Gut. Ja. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Also wieso ich das alles auf diese Art gemacht habe. Ich glaube, das werde ich auch wegmachen. Das mit der Leiter und so. Dann mache ich hier einfach noch eine Etage quasi für Lager und so. Mit einer normalen Treppe. Und natürlich muss es jetzt dunkel werden. Wenigstens die Straßen beleuchtet. So. Aber dann würde ich die Zeit von der Dunkelheit hier eben nutzen, um nochmal ganz kurz auf Toilette zu gehen. Nämlich gleich wieder.